Schlagerparadies. Hier fühle ich mich wohl. Radio Schlagerparadies. Hallo zusammen, ich begrüße euch zum gefilmten Interview mit Radio Schlagerparadies und heute mit Gigi Anderson. Hallo, hallo, hallo. Hallo, ich freue mich. Gerd, schon ein bisschen her, dass du da warst, ne? Ja. Jetzt weiß ich gar nicht so ganz genau, wie lange, aber keine Ahnung. Viel zu lange eigentlich. Aber ich habe sehr gut und sehr viel neu hier umgebaut und so und das gefällt mir alles wunderbar. Hm. Und du hast auch was Neues. Ja. Ja. Neue CD. Sieben Leben heißt sie. Sieben Leben, ja, da muss ich, das ist ja eine Steilvorlage zu fragen. Bist du der Meinung, du hättest sieben Leben? Naja, man sagt ja, jede Katze hat sieben Leben. Wenn man sich den Text genau anhört, dann geht es einfach darum, dass mir sieben Leben nicht reichen, weil ich einen sehr exzessiven Lebensstil habe, manchmal auch über die Verhältnisse lebe. Deswegen reichen sieben Leben nicht. Also es muss eigentlich jetzt, wo ich meine ideale Frau gefunden habe, geht aber schon jetzt 37 Jahre, sind wir verheiratet, Monika nicht. Jetzt würde das achte Leben mir sehr gefallen und das sollte dann so bis zum 90. Lebensjahr einfach halten. Naja, aber wir gehen ja jetzt mal davon aus, du bist in diesem Jahr, Ende des Jahres wirst du 75. 57. 57, Entschuldigung, habe ich mir komplett vertan. Und ich könnte mir vorstellen, dass das achte schon noch drin ist. Was meinst du nicht? Ich glaube schon, dass das noch drin ist. Naja, ich sag mal, alles, was ich so im letzten Jahrzehnt oder in den zwei letzten Jahrzehnten an Krankheiten hatte, das ist ja nicht mehr normal. Also ich glaube, wenn der liebe Gott gesagt hat, so, ich muss jetzt ein paar Krankheiten vergeben, dann war ich, glaube ich, immer der Erste, der den Arm hochgemacht hat, hallo, Depressionen, hallo, hier bin ich, Oberschenkel-Halsbruch, hallo, ich bin da, Darmoperationen, Darm ein Stück wegnehmen, ja, hallo, das würde ich auch gerne mal haben und so, dann Gesichtslähmung, faciales Parese, da war dann die Lippe irgendwie ja, hier oben. Ja, leider, die Bilder haben wir alle noch im Auge, zum Glück hat sich das ja wirklich gut gemacht schon mittlerweile. Ja, also, ne? es ist, das Auge ist immer noch etwas kleiner, das tränt. Leider tränt es auch ständig. Mhm. Und ich überlege, mit 74, fast 75, eine Schönheitsoperation zu machen. Okay. Also das bevor ich verlassen. Also da wird hier oben, da wird hier ein kleines bisschen Fett oder Haut, glaube ich, Haut ist besser, wird rausgenommen. Und dann, pass auf, es muss ja so aussehen. Dass es gleich offen ist. So. Ja, ja. So wäre es, glaube ich, ganz gut. Weil ich will ja auch wieder hübsch ausschauen und Maha Kaiser habe ich gerade gesehen, hat mich gerade begrüßt und was wie sie mich begrüßt hat, hallo schöner Mann. Guck, das ist Schönheit vergeht nicht. Ja, du mein Bleib, ich weiß. Nein, das ist doch, du hast doch schon immer gut ausgesehen als Mann, warst du doch immer schon eine Schnitte, wie wir das so nennen. Ne? So, also von daher, das vergeht doch nicht. Das sind doch Werte, die bleiben doch auch. Also da, das bisschen Auge da, die hallo. Stimme ist viel wichtiger, dass man eine gute Stimme hat, dass man gute Songs hat. Und ich finde auch, dass sich Stimmen verändern sich ja auch mit der Zeit bei Menschen. Stimmt. Bei dir eigentlich ganz wenig nur. Ganz bisschen ist sie rauer geworden, aber viel, finde ich, ist es nicht. Ich habe jetzt bei euch, habe ich jetzt einen Song gehört, auf einer Wolke über den Kirchturm fliegen. Das ist 30 Jahre, bestimmt über 30 Jahre her. Also da singt er schon ziemlich hoch, der alte Anderson. Und aber das macht ja nichts. Ich meine, dass im Alter ein bisschen die Stimme ein bisschen tiefer wird. Schlimm wird es auf der Bühne, wenn man auf der Bühne live singt und dann die Playbacks, die Halbplaybacks dann in der alten Tonart hat, wie man es früher gemacht hat. Mädchen, Mädchen. Denn sie wissen deutlich irgendwo das Paradies. Das singe ich dann mit Bruststimme. Das ist jetzt zu früh. Aber das geht noch. Aber es ist unheimlich anstrengend. Aber man attestiert mir, sagt einfach gar so im Alter, also du bist mein kleiner Diamant zum Beispiel, hat jetzt glaube ich fast 1 Million Klicks. Das sagen einfach die Freunde und die Fans, Gigi, das
oder auch jetzt bei dem neuen Album, die Stimme wird immer geiler, wird immer besser, immer erotischer. Hallo, du kannst doch weitergehen. Genau, solange das so ist. Dann lacht sie mich schon wieder aus. Nein, ich finde das eine coole Aussage. Ich habe es schwer mit Heike, würde ich nur sagen. Guck mal, erzähl uns doch mal was über dieses neue Produkt. Ja. Erzähl mal. Also du hast ja schon einen Titel ausgekoppelt und jetzt kommt schon, Ende der Woche kommt ja schon wieder ein neuer Titel raus. Ja. Also der Du hast den Teufel geküsst ist ja sehr erfreulicherweise bei Radio Schlagerparadies in der Hitparade auf Platz 1. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das habe ich noch nie geschafft hier. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, dass das auch Sieben Leben, ne? Wie die CD heißt, ja, so heißt auch der neue Titel, der jetzt dann kommt. Genau, bei den Freunden der DJ-Charts, bei den Remixen bin ich auch jetzt schon die dritte oder vierte Woche auch auf 1. Bei einigen Kollegen in der Hitparade bin ich auch ziemlich weit vorne. Also das ist ein gutes Zeichen. Und ich glaube, was das Album ausmacht, ist einfach, dass ich habe ja früher alles selbst geschrieben, wie du weißt. Ich habe 1000 Lieder insgesamt geschrieben für sehr, sehr, sehr viele große Kollegen. Bellamy Brothers, Engelbert, Weltstar, Audrey Lenders, Laura Branigan, Nummer 1 in Kanada, Nummer 1 in Südamerika mit Satisfaction, Petri, Kaiser, die großen jetzt von Roland, lieb mich ja letztes Mal, Schachmatt, Heino, also wir könnten noch ein bisschen weitermachen. Aber ich habe seit ein paar Jahren wirklich gute Leute um mich herum. Steffen Jürgens, das ist der bestimmte Begriff, toller Sänger, toller Autor. Michael Fischer, toller Sänger, toller Autor. Gerd Jacobs, mein Produzent, der macht gerade im Moment wieder Fantasy. Canimeros hat er gemacht, früher Andrea Berg, auch Wolfgang Petri. Dann ist noch, Gerd Jacobs, Bernd Schütze kennt man, der hat früher den Song auch selbst als Interpret gesungen. Komm, geh mit mir nach Kanada. Der hat doch nachher mit Michael Morgen den gesungen, richtig, gell? Den hat Michael Morgen, mein alter Drecksack-Freund Michael Morgen. Michael und ich, wir lieben uns. Also insofern ist das wirklich, wir haben wirklich, ich glaube, 300-400 Songs haben wir insgesamt zurechtgetragen. Und das ist jetzt seine Kerntruppe um dich rum? Ja. Dann kommt noch Werner Eickhoff, ist ein Freund von mir, der auch ab und zu mal was anbietet, auch sehr gute Ideen hat. Also ich habe nicht mehr so den Ehrgeiz jetzt. Alles selbst, alles. Ja, jetzt, wenn du 1000 Lieder geschrieben hast, ich glaube, dann ist eigentlich alles geschrieben, glaube ich. Und die helfen mir und die haben gute Ideen und ich bin froh, dass ich da sehr gut aufgehoben bin. Aber der Teufel und auch der neue Titel, Sieben Leben, die sind aber beide von dir, ne? Konntest du auch die Finger nicht so richtig rauslassen, oder? Naja, also ich sag mal, es geht ja um die Grundidee. Grundidee hatte zum Beispiel bei Teufel und bei Sieben Leben Michael Fischer oder Steffen Jürgens. Die hatten die Grundidee. Ne? Und ich dachte, du hast den Teufel geküsst, kann man das machen? Naja, dann habe ich die Geschichte gehört. Also, wenn das Mädel halt fremd geht und einen anderen Kerl küsst, entschuldige bitte, hat sie Teufel geküsst, ab in die Hölle. Und das soll es auch bleiben. Ist alles gut. Deswegen bist du im Paradies auf Platz 1. Du verstehst. Ja. So läuft das hier bei uns. Ja, schön. Nein, also ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Auch der kleine Diamant, die Geschichte mit meinem behinderten Sohn, ist auch die Idee von Steffen Jürgens. Und natürlich bin ich dabei und ich mache die Sache dann auch rund und so, weil ich glaube, ein ganz gutes musikalisches Verständnis habe und auch, glaube ich, ein sehr gutes Hitohr, was mich also wirklich schon, was mir schon sehr oft geholfen hat. Und das ist einfach eine Begabung, ja, da bin ich froh, das habe ich alles von Papa und Mama geerbt. Sind die denn musikalisch gewesen? Ja. Papa Schlagzeuger, Musiker gewesen, tolle Stimme gab. Mutter hat im Kirchenchor gesungen. Mit Mama habe ich immer als kleines Kind schon zweite Stimme gesungen. Sing ein Lied, little Benjamin boy. Das war die erste Stimme, hat Mama gesungen und ich habe die zweite Stimme gesungen. Und da musste,
witzige Geschichte. Da bin ich in der ersten Schulklasse und wir singen zwischen Berg und tiefen, tiefen Tal. Und auf einmal sagt die Lehrerin, Gerd, hier, komm mal nach vorne. Ach du liebe Gott, ich hab doch mitgesungen. Was hast du da eben gesungen? Sag ich, zwischen dem Berg und tiefen, tiefen Tal. Nein, das hast du nicht gesungen. Doch, nein, du hast gesungen zwischen Berg und tiefen Tal. Das ist die zweite Stimme. Wer hat dir das beigebracht? Du hast das Einzige, die zweite Stimme gesungen. Wusste ich nicht mehr. Ich habe die zweite Stimme. Einfach so eine Eingebung gesungen und das hat toll geklungen. Alle haben sie die erste Stimme gesungen. Nein, der Gigi, der kleine Gigi, musste natürlich die zweite Stimme singen. Also ich bin der, man sagt wirklich in der Branche, dass ich der Zweitstimmenmeister bin. Also wenn es eine zweite Stimme irgendwo zu hören gibt, die ganz besonders ist, könnte sie von mir sein. So, aber dann müssten deine Eltern ja unfassbar stolz auf dich gewesen sein, oder? Ja, was du aus dem Talent gemacht hast. Klar. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, dass wir, als ich das erste Mal die ZDF-Hitparade gewonnen habe, 85 mit Sommernacht in Rom, Nena, also die Hitparade konnte ich gar nicht gewinnen, Nena, Juliane Werding, also alles, Spider Murphy, Klaus Lage, nur Topstars und ich war der Unbekannteste. Also keine Chance, das Ding zu gewinnen. Und dann, Nena hat auch noch nie verloren und dann habe ich doppelt so viele Prozente gehabt bei der TED als Nena. Dann bin ich nach Hause gekommen und an unserem Haus, was wir gerade damals gebaut hatten, an dem Gartenzaun, ein Riesentransparent, herzlichen Glückwunsch, lieber Gerd, Sommernacht in Rom, Platz 1 der Tiffelbade. Da haben wir bis in den frühen Morgen gefeiert. Ja, das war schon toll. Ja. Ja. Und so ein Evergreen, was überhaupt gar nicht mehr wegzudenken ist aus der Schlagerszene. Das ist ja ein Lied, was ja heute genauso gut klingt, wie es damals geklungen hatte. An dem kann man sich irgendwie auch nicht satt hören. Das finde ich immer, macht einen echt guten Titel aus. Vor allem, wenn du Konzerte gibst und dann sitzen da 18-jährige, 20-jährige Mädels, die waren noch gar nicht auf der Welt, in 85, und die singen den Text von vorne bis hinten mit. Also die von den Eltern natürlich gebrieft worden, das geht ja nicht anders. Und ich kann mich noch erinnern, als Sommernacht in Rom war, da habe ich eine Show in Wien aufgezeichnet. Du bist noch zu jung, um dich daran zu erinnern. Lieder der vier Jahreszeiten mit Caroline Reiber, Freddy Quinn, Cindy und Bert, Lena Valaitis etc. und so weiter. Sehr, sehr, sehr große Stars dabei gewesen. Und da habe ich, in der Samstagabendshow 7 Lieder gesungen. Ach du Schande. 7 Lieder. Stell dir mal vor, wenn Herr Silbereisen anrufen würde, würde er sagen, Gigi, du kannst kommen und darfst deine neue Single singen. Da würde ich schon doppelt Rittberger machen. Aber 7. Ich habe Sommernacht in Rom und eine Brunnen mit einem tollen Ballett. Ich habe gesungen das Paradelied von Peter Alexander. Die Kirschen in Nachbars Garten. Ja, ja. Oder mit einem Duett mit Lena. Raindrops keep falling on my head. Du hast Bohnen in die Ohren von Kus Bakus. Also was ich alles gemacht habe, das ist toll. Tolle Zeit gewesen. Ja. Ja, aber auch heute natürlich immer noch einer unserer Top-Schlagerstars, die wir in Deutschland haben und der auch nicht nachlässt und hier immer wieder was nachlegt. Wobei, jetzt habe ich ja echt mit Bestürzung gehört, ja. Mit Bestürzung habe ich das gehört, dass das jetzt das Letzte sein soll. Ja. Komm, lass uns nochmal drüber reden. Ja. Kann ich nein. Das ist mein 30. Album. Und schau mal, 30. Album, ich werde 75 dieses Jahr, über 40 Jahre erfolgreich als Anderson unterwegs in vielen, vielen Ländern. Entschuldigung. Ich glaube, es sind alle Lieder gesungen und wenn es am schönsten wird, glaube ich, sollte man aufhören. Das heißt nicht, dass man mich nicht mehr sehen wird. Ich werde nach wie vor meine Konzerte geben. Ich würde nach wie vor bei wunderbaren Veranstaltungen, bei euch zum Beispiel, auftreten und würde auf Kreuzfahrtschiffen auftreten, Flusskreuzfahrten, die ihr ja ab und zu mal macht, bin ich dabei natürlich. Also das Gefühl,
auf einer Bühne zu stehen und in diese strahlenden Tausende von Augen zu schauen. Also das ist schon ein geiles Gefühl, das möchte ich gerne noch ein bisschen haben. Aber ich möchte mich nicht mehr über Redakteure ärgern. Nee, ich habe nur da auf die Grüne Wand, natürlich. Wo ich dann wirklich sage, sag mal, warum spielt ihr mich nicht? Oder ein Fernsehredakteur einfach sagt, seit 12 Jahren, Michael Jürgens, Gigi Anders, nehme ich nicht. Jedes Album chartet sehr hoch, bin erfolgreich, bin in sehr vielen Hitparaden ganz weit oben, schaue vielleicht nicht so schlecht aus, mache eine gute Bühnenshow. Und er sagt einfach nein, nur weil ich weil Diplomatie nicht zu meinen Stärken gehört und ich das ein oder andere Mal gesagt habe. Man muss sich vorstellen, wenn man eine Fernsehsendung macht, alle singen Roland Kaiser und ich habe geschrieben, fliegt mit mir zu den Sternen, ich habe geschrieben, Schachmatt, ich habe geschrieben, liebt mich ein letztes Mal, sein zweitgrößter Hit, über 1 Million verkauft. Und da gibt es eine Sendung, alle singen Kaiser, da gehe ich doch davon aus, hallo, ich habe sogar mal liebt mich ein letztes Mal auf Mai rum gemacht. Ja, meinst du, da hätte mal einer angerufen und hätte gesagt, und auch Roland. Roland, entschuldige bitte, da bist du einfach eine alte Pfeife. Da kann man, ja, es ist so, da kann man auch seinen alten Kollegen oder 50 Jahre Roland Kaiser, wenn der deinen Kollegen anruft und sagt, sag mal, kannst du für deinen, ich habe gerade ein neues Album, mal für deinen Kollegen, geht nicht. Das ist bei Andrea Berg genau das Gleiche. Früher habe ich sie mit in unsere Tournee reingenommen als Newcomerin. Dürfte denn eine gewisse Andrea Berg mal 3 Lieder singen? Klar, logisch. Dann war ich bei ihr privat zu Hause und so. Ja, und dann ist sie ein Megastar. Und glaubst du, dann hat der Kollege eine Gesichtslähmung? Ja, meinst du, da ruft mal jemand an und sagt, Gigi, gute Besserung? Außer Bernhard Brink und Ute Freudenberg hat mich keiner angerufen. Aber das wird es bei mir nicht geben. Aber ich schreibe mir ein Buch. Sie können sich alle freuen. Die Redakteure, die Kolleginnen und Kollegen und die Redakteure sollten überlegen, auszuwandern. So, was hast du noch für eine Frage? Ich bin dann mal weg. Über die schreibe ich nur Gutes. Ja, das würde ich auch erzählen. Reinhard, was müssen wir denn noch erzählen über die CD? Gibt es noch was Wichtiges? Es gibt noch was Witziges, und zwar, ich habe ein Konzert gegeben und es sind immer sehr viele Mädels dabei und da waren all diese Titel, die hier drauf sind, noch im Demo-Bereich, ne? Aber man konnte schon gut hören. Da habe ich mir 50 Mädels rausgepickt, also als das Konzert zu Ende war. Nebenan war ein wunderschönes Restaurant, habe ich 50 Mädels zwischen 14 und 80. Mhm. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ja, die jeden. Ich habe ein paar Lieder dabei. Oh, dürfen wir die hören? Sag ich, ja, könnt ihr hören. Ich habe DIN A4 Zettel ausgegeben, Kugelschreiber. Ihr hört euch jedes Lied an und dann gibt es eine Schulnote. Und ganz ehrlich, also bitte, wenn das Lied Käse ist, 6, ist doch klar. Wenn es euch gut gefällt, mit 2 oder was weiß ich. Naja, wir machen das ganz ehrlich und alles ganz toll und super. Okay, haben die alle gemacht. Als das Ding fertig war, ich hatte nicht eine einzige 2. Mhm. Nicht eine einzige 3. Mhm. Nur 1er. Nur 1er und 1-Pluser. Oh. Sag ich, hallo, ihr wollt mir jetzt einen Gefallen? Nein. Zum Teil haben sie Taschentücher rausgeholt, haben sich die Tränchen abgeputzt bei schneeweißen Pferde. Sag ich, darf ich fragen, warum? Ich habe das gar nicht so empfunden, dass das so ein schönes Lied ist. Ich habe das meiner Nichte und ihrem Mann, die haben jetzt geheiratet, den habe ich das Lied zur Hochzeit geschenkt. Aber ja, das ist so wie heißt denn dieses Märchen mit dem verlorenen Schuh, das Mädel. Aschenputtel? Nein. Cinderella? Ja, Cinderella. Mhm. Das ist wie Cinderella, so schön, das geht so ans Herz und das ist so niedlich und sie geweint. Ne? Und wenn ich Mädchen weinen sehe, muss ich gleich mitheulen. Ja. Ist halt so. Ja. Nicht weinen, bitte. Nee, mach ich nicht. Gott sei Dank. Nein, keine weinenden Künstler auf der Couch. So, also. Das ist hier Regel Nummer 1. Genau. Nein, aber Regel Nummer 2 ist, coole Songs hier präsentieren. Ja. Wobei ich mich tatsächlich
wirklich richtig über die neue freue, weil ich finde, das ist der stärkste Titel auf dem Leben. Ja, CD. Die Frau hat Ahnung, ist unglaublich. Nein, die Frau hat sie sich angehört. Sonst nichts. Die Diss-Jockeys, die waren bei dem Gerd Jacobs und er hat das Album vorgespielt. Und die haben auch so eine Liste gemacht, ne? Platz 1, 7 Leben. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Nein, ich will ja nicht. Für das schöne Gespräch. Sind wir schon fertig? Ja, wir sind schon. Oh, schade. Ja, guck mal. Weil es ist so schade, weil ich jetzt. Ja. Wunderschöne Augen. Ja. Und ich muss ja immer so ein bisschen flirten. Ja. Das weiß meine Frau aber schon seit. Ja. Jetzt hat die Zeitung geschrieben, warum tut er das? Warum tut er das seiner Monika an? Wir haben ein Video gedreht und werden so eine geile Tänzerin. Und da habe ich natürlich so ein bisschen geflirtet. Das kennt Monika seit 49 Jahren. Warum tut er ihr das an? Die Monika hat sich halb tot gelacht. Ja, glaube ich. Die hat mich noch aufmerksam gemacht. Monika ist nämlich eine coole Socke. Ja. Ja. Hast du schon ihre Figur gesehen? Das war das Erste, wo ich hingeguckt habe. Aber es ist doch schön, wenn jemand so schöne Augen hat wie du und so ein hübsches Gesicht. Dankeschön. Da guckt man doch als Mann, Entschuldigung. Ja, aber wir haben ganz viele gut aussehende Menschen hier bei uns arbeiten. Und denen kannst du jetzt gleich auch immer in die Augen gucken, weil wir haben noch ganz viel vor mit dir heute. Oh wei. Oh wei. Und in diesem Sinne, wir sagen mal Tschüss an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Schlagerparadies. Hier fühle ich mich wohl. Radio Schlagerparadies.